Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kingdom Come Deliverance. Ich bin Ara Walda. Und ich glaube, wir haben einen Albtraum. Nijak. Okay. Wenn das im echten Leben auch so einfach wäre, hätten wir kein Tatarenproblem. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Brauchst du Hilfe? Okay. Es ist hellichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa! Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlet? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge, ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Einige Tage im Fieber waren... Später. Du bist wach. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Ey, das konnte ich sein. Du hast den ganzen Tag verschlafen. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Wie hast du mich gefunden? Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlet und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Was hast du in Scarlet getrieben? Was in aller Welt hast du in Scarlet gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder. Meine Familie. Meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Sie haben nach mir gesucht? Auf der Suche nach mir? Ja,
Herr Divish hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divish versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Ja, okay, ich bin müde. Ich bin erschöpft. Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Und noch später. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich nur einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost- und Wundsorge. Wo bin ich überhaupt? Genau. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Ratai. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ich liege schon viel zu lange herum. Ja, da sind wir uns einig. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch mein Leben. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Okay. Hol deine Sachen aus der Truhe. Die Truhe. Alles nehmen. Moment mal, wir sind verdächtig leicht. Ah nein, jetzt sind wir verdächtig schwer. Ich dachte mir schon, da fehlt was. Okay, ja, Biancas Ring. Okay, den anlegen. Okay. Na, dann ziehen wir uns mal fertig an. Wir sind leider übergewichtig. Wir haben Stärke 3 und ich kann immer noch nicht mehr tragen. Jetzt ist die Penalty endlich abgeklungen. Ich fürchte, wir werden... Wo ist denn unser... Moment mal, wo ist denn das Schwert vom Ratzig? Ah, übrigens. Ich habe die Stelle nochmal nachgespielt. Ich habe noch eine Kiste gefunden im Haus, die habe ich übersehen. Heinrichs Beta-Würfel, ein Spül von den Heinrich... heimlich hergestellt hat, damit er ihm Glück in der Liebe bringt, weswegen er damit auch lieber nicht spielen möchte. Okay. Und dann habe ich noch was gefunden, was Interessantes, in einer Kiste im Haus. Die Speisen des Herkules. Ein Fertigkeitenbuch zum Thema Stärke. Das lesen wir gleich mal. Ich meine, ob er das lesen kann überhaupt. Der kann nicht mit lesen, der Heinrich. Hole deine Sachen aus der Truhe. Ja, gut. Geh lernen. Deine Stufe Fertigkeit zum Lesen ist nicht hoch genug, um dieses Buch lesen zu können. Okay. Haben wir fast gedacht. Also das findet man auf jeden Fall im Haus der Eltern. Das habe ich entsprechend dann beim zweiten Mal gefunden. Okay, das kann man ja nicht beides tragen. Ja, wir sind ein bisschen zu schwer. Macht nichts, jetzt haben wir es eh nicht eilig. Und dann entsprechend gleich was verkaufen. Schloss machen sehr leicht. Nein, das machen wir nicht. Das, nein, Leute. Nein, also wirklich. Aus dem Topf essen. Okay, so, und jetzt haben wir noch nicht geklärt, wo ist das Schwert? Normal müsste es unter Questgegenstände sein, aber da ist es nicht. Das Schwert von Herrn Ratzig. Die Dornenkeule ist da, aber...
Oder, ah, na, der Bandit hat's. Ja, ich dachte, der hat das fallen lassen oder so. Nein, 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 ich glaube nicht. Schauen wir mal in das Questlog. Der ehrenbare Dieb Müller-Peschek und seine Nichte Theresa nahmen mich bei sich auf, als Gevatter Tod an meine Tür klopfte. Ich schulde ihnen mein Leben. Unterhalte ich mit Müller-Peschek, okay. Vergeltung. Meine Zuhause wurde zerstört, meine Eltern und Geliebte ermordet. Ich floh ein Vieh, ein Feigling und überlebte nur durch ein Wunder. Und als ich versuchte, das Richtige zu tun und meinen Liebsten zumindest zu beseitigen, verlor ich das Letzte, das meinem Vater hinterließ, das Schwert. Ja, genau, ja. Ich musste den Bastard finden, der das Schwert meines Vaters raubte. Ich glaube, er wird Wicht genannt und das mit Bischig und Skal jetzt zu schaffen, ja. Ja, okay. Verstehe, ja. Es ging alles so schnell, dass man das eigentlich gar nicht so richtig realisiert hat, was da alles passiert ist jetzt mit den ganzen... Ein bisschen überwältigt, ja. Oh, schaut mal, da ist die Mühle. Das ist eine Wassermühle, nehme ich an, ne? Wenn das vertikal läuft, aber vielleicht ist auch eine... Schauen wir mal raus. Bevor ich da irgendwelche Reden schwinge. Ja, ist eine Wassermühle. Mhm. Okay. Na, dann reden wir mal mit Müller. Hey, Jungspund. Ja, bin ich schon. Ich bin Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peschek. Und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst du ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen 2 Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Aderlasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Hat ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Verstehe. Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Wenn du beweist, dass du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Sollte deine Schulden bei Müller-Peschek begleichen, der für deine Bezahlung auf Behandlung aufkam, ja. Na schön, worum geht es? Na schön, was soll ich für dich tun? Nichts Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Aha. Nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel. Bis auf das Nicht-Erwischen-Lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige... Geisteshaltung. Hast du ein Problem mit Leichen? Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schick dich auf dem Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du, aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Erzähl mir mehr. Ich habe mit viel gerechnet, aber das ist doch etwas wild. Sprich trotzdem weiter. Es geht um den Ring. Mein Kumpel Wojcik von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge drauf geworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, der ihn getragen hat. Heilige Maria, ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Ist dir nichts heilig? Geld stinkt nicht. Der Kerl ist hinüber, also wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Thor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist, die Toten zu stören... Hat nie die Bibel gelesen. Ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Okay, ich mache es. Mein Lieber, du hast des Teufels Zunge. Wenn du dich anstrengst, wirst du wahrscheinlich sogar so nie mit Ziegen schönreden. Vorsichtig, Bürschchen. Also, hier bei der Mühle ist irgendwo eine Schaufel. Wenn es Probleme gibt, komm wieder her. Und hier hast du was, damit es sich besser gräbt. Danke, ich werde es brauchen. Ich kann nicht glauben, dass ich so tief gesunken bin. Ach, und noch was.
Hüte dich vom Henker und seinen Tölen. Oh oh. Teuflische Biester sind das, nicht nur die Hunde. Den Hunden kannst du Fleisch hinwerfen, aber dem Henker? Mit dem solltest du dich nicht anlegen. Beschaffe Müllerpeschek den Ring des Toten. Besorg dir eine Schaufel. Okay, natürlich sind wir auch unser Pferd los. Der Depp das da irgendwo stehen hat lassen. Okay. Schöner Tag heute. Schöner Tag. Einfach mal einen Blick auf die Karte. Wo zum Geier sind wir eigentlich? Oh! Okay, weit weg von zu Hause. Okay, ein bisschen Gewinnungsbild für die Karte. Ja, da unten gibt es eine... A. Okay, was ist A und was ist A? Wo ist da der Unterschied? Das Schild A und das andere A? Ich weiß es nicht. A. Der ehrbare Dieb. Beschaffe Müllers Peschigen Ring des Toten, besorge eine Schaufel. Okay. Naja. Gut, als allererstes, ich glaube, wir werden mal was in der Kiste da lassen. Wir sind überladen. Und überladen loszuziehen ist, glaube ich, das ja, ist keine gute Idee. Nehmen wir mal an, das wird unsere Kiste sein. Ich hoffe, wir können sie... Ach, jetzt kann ich wieder nicht das... Hallo, darf ich bitte... Ja, ich glaube, da muss ich, mit der, muss ich die Aufmerksamkeit runterdrehen, dass ich da vernünftig spielen kann. Wäre ein Problem. Ich weiß nicht, wie die sich das vorgestellt haben. Wir tragen nur ein paar Sachen bei uns. Wie soll ich das machen? Ich kann nicht mal irgendwas mitnehmen zum Looten. Ich verstehe es nicht. Liegt da was? Nein, da liegt ja kaum was. Moment mal, was? Wieso ist das Gewicht gerade wieder gestiegen? Was? Wieso ist es gerade wieder gestiegen? Ha? Jetzt tun wir mal den Lederwams da rein. Der ist einfach, es ist einfach zu schwer. Wir haben. Die Ausrüstung ist einfach zu schwer. Wir sind ein Schwächling. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe eh nichts dabei. Na gut, Leute. Schauen wir mal ins Charaktermenü. Vielleicht können wir da... Ach, das ist so nervig. Ja, da ist die Maus. Okay. Kann ich da irgendwas steigern? Nein. Irgendwas hat ein Symbol. Aber was? Werte. Oh Gott, ist das unübersichtlich! Oh mein Gott! Ernsthaft? Hauptstufe? Ja, da können wir aber steigern. Das brauchen wir aber alles nicht. Das Leben ist hart. Nein. Nachtschwärmer Speer aus. Nee, es sinkt um ein Viertel langsam, wenn es mal. Brauchen wir nicht. Nein. Okay, das hilft uns alles nichts im Kampf. Fertigkeiten. Nein. Nein, das hilft uns aber alles nichts. Was mich interessieren würde, Fertigkeiten, Schlösser knacken wäre interessant natürlich und, einen Skill gibt, der uns mehr tragen lässt. Das wäre spannend. Nein, ich weiß es nicht.
Na gut. Also mehr fällt mir nicht ein, was ich noch machen kann, um es leichter zu machen. Ein bisschen was brauchen wir mit. Dann machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. Stapfen wir mal los. Haben wir die Waffe gezückt? Ja. Mit leider noch den Knüppel. Und das Schild müssen wir natürlich anlegen. Das Schild. Ja. Knüppel ohne Schild ist keine gute Idee. Okay. Oh, schaut mal. Das ist ein schöner Baum. Nice. Na, dann düsen wir mal Richtung A. Und. Ja, da rechts hinten ist der. Ja, ich weiß nicht genau. Weil das ist ein bisschen verwirrend. Wir haben zwei A-Markierungen. Ne? Ein A und das eine ist der Friedhof, nehme ich an. Das andere wird. B, besorgt dir eine Schaufel. Aber ich habe kein. Wo haben wir bitte ein B? Ist irgendwo ein B? Da ist kein B. Okay, ich lese mir noch das Quest durch, bevor ich da irgendeinen Blödsinn mache. $50. Ja, ich weiß nicht. Ich habe das dumme Gefühl, dass ich die Schaufel wahrscheinlich direkt in der Mühle mitnehmen soll, aber noch einmal zu A. Wir haben kein B. Laufen wir mal durch die Pampa. Bis uns blau wird. Ja, also Condi hat er auch nicht wirklich, der gute Heinrich. Das ist ein Feldlager. Sieht so aus, ob eine. Ja, da werden die Flüchtlinge vielleicht gelagert haben. Schaut danach aus. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Da oben ist die Stadt. Der Mügel. Und hier auf dem Feldweg sind wir mutterseelenalleine. Weit und breit niemand zu sehen. Na gut. Legen wir mal einen Zahn zu. Wir brauchen definitiv ein Pferd, so schnell wie möglich. Weil, ja, ich sehe schon, das ist eine Menge Fußmarsch da. Oh, schau mal den Fluss an. Nice. Bach. Sehr schön. Okay. Da ist jemand. Lager. Hat schon mal mit dem Typen da. Was geht da draußen vor? Beste Grüße. Wegen Ratai. Hast du irgendwas über diese Kumanen gehört? Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Komm mir nicht mit dem Geschmeiß daher. Ein Waffenknecht in der Schenke sagte, dass die Barbaren Menschen pfählen und Weiber schänden. Nichts ist denen heilig. Dreckiges Heidenpack. Wie ist Hanusch so als Herr? Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist eisern, aber gerecht. Gottlob, er mischt sich in nichts ein, wie dieser Herr Ratzig da. Weswegen auch keiner über uns herfällt. Wie lebt es sich in Ratai? Wie ist das Leben in Ratai? Das Leben ist gut. Gott hat gefügt, dass der Krieg uns bisher verschont. Abgesehen von den Flüchtlingen ist... Wie kommen die Rataier mit den Flüchtlingen aus? Wie kommen die Rataier mit den Flüchtlingen aus? Pah, reden wir nicht davon. Ich wünschte, dieses Geschmeiß wäre weg. Ich weiß, dass sie Pech hatten. Aber sie tun nichts außer stehlen und ärgern.
Okay, danke. Ein paar Infos geholt. Neue Stufe Vitalität. Okay, anscheinend sollte man ein bisschen über die Hürden gehen. Und dann nochmal. Hui. Das Fitnesstraining im Mittelalter. Ja, ja. Okay. Spaß beiseite. Also ein Hühnchen. Okay. Eine Kuh. Alter Schwede, das A ist in der Stadt. Und wo laufe ich überhaupt hin? Ich habe mich wieder dezent den falschen Weg genommen. War ja klar. Na, ja, dann laufen wir mal zurück. Da so von der Gegend da einnehmen lassen, dass ich da gar nicht geschaut habe, wo der Eingang ist, dass wir da eigentlich da oben rauf müssen. Zu diesem A. Das ist mir jetzt nicht ganz klar, weil an und für sich braucht man eine Schaufel. Aber welches A ist eigentlich das Quest und welches ist die Schaufel? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal an, der Friedhof ist außerhalb der Stadt, logischerweise. Ah, das, also das, wir müssen mal erst in die Stadt und eine Schaufel holen. Warum wir in der Stadt eine Schaufel holen sollen, weiß ich nicht. Na, egal. Wir werden es rausfinden, Leute. Ein bisschen über Stock und Stein hirschen dann, wenn wir dann mal versuchen, den Hang darauf zu kommen. Na, das bleibt bei einem Versuch. Ja, da geht schön steil rauf. Also die Szenerie haben sie wirklich gut hinbekommen, das muss man ihnen lassen. Das trumpft auf jeden Fall Skyrim um einiges. Ich würde sagen, Witcher auch um einiges, was die Landschaft anlangt. Na gut, die hatten auch 3 Jahre... 3 Jahre Zeitunterschied fast. Ne? Witcher 2015, The Elder Scrolls Skyrim überhaupt 2011. Dann schon ein Unterschied in der Technologie. So, da ist das Tor. Wo ist der Aufgang? Ja, wahrscheinlich da ganz. Ja, deswegen haben wir es nicht gesehen. Weil der Pfad muss da irgendwo vorne ganz links anfahren und der geht da ganz vorsichtig oder müssen wir sagen, flach den Hügel rauf und deswegen haben wir das gar nicht gesehen. Ah, da können wir her. Na gut. Ein Schnellreiseort aufgedeckt. Okay. Das ist mal gut. Na gut. Oh. Halt! Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Skalitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dvojitz. Sicher, und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft? Und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Ja, ich muss Herrn Ratzig sagen, was mit seinem Schwert geschah. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh schon. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gerbt. Nö, kein Problem. Kann es sein, dass das Hauptquest A ist? Kann es sein, dass es 2 verschiedene Quests sind? Das Problem ist, ich kann da nicht irgendwie runter scrollen. Jetzt verstehe ich es. Es sind 2. Baby sorgt eine Schaufel. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay, das sind 2 verschiedene Quests. Das ist A, große A ist das Hauptquest. Das kleine A ist das Nebenquest. Naja, das ist halt nicht wirklich gut erklärt. Das mit A und B ist
Das ist dämlich, wenn man das mal so überschneidet, ne? Weil das ist natürlich verwirrend. Vor allem, weil ich jetzt auch nicht runterscrollen konnte, weil ich das Problem habe im User-Interface. Mit meiner Auflösung. Yep. Da muss ich die Auflösung vom Monitor runterdrehen. Anpassen, dann müsste es eigentlich gehen, problemlos. Aber das hatten wir bei 7 Days to Die, das Problem auch so ähnlich, aber naja. Okay, jetzt kennt man sich zumindest aus. Wir haben zumindest mal die Redekunst geschafft. Wir können jetzt rein in die Stadt, wir dürfen rein. Also insofern hat uns schon mal dieser Skill geholfen, was wir letztens gelernt haben. Da einen Bonus haben wir. Wir schauen sicher nicht gerade vertrauenswürdig aus. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Da wachsen wieder Brennnessel. Schwer zu übersehen. Und das rechts gelb, was ist das da? Oh, Johanniskraut. Ich wollte gerade sagen, was ist das Cooles? Das kennen wir noch nicht. Ich weiß nicht genau, was man mit den Kräutern alles machen kann, aber ich weiß, dass man was Tränke und so weiter brauen kann und Tees und sowas. Dementsprechend nehmen wir da mal überall was mit, wenn wir was sehen. Weil es wächst ja überall was. Ne? Das ist ja... Alle paar Meter wächst irgendwas. Boah, schaut euch mal... Oh, schaut euch mal diesen Wald an. Schaut der toll aus oder schaut der toll aus? Okay. Leute, wir kürzen da jetzt durch den Wald ab, das ist mir egal. Schauen uns das mal an, was ist das da hier? Salbe, okay, nehmen wir auch mit. Na, aufpassen, muss man nicht überladen. Einbeere. Da ist noch eine Einbeere. Nehmen wir ein bisschen was mit. Steigern unsere Kräuterkunde und... Okay. Yep. Das ist ein schöner Wald. Super. Das ist ein Nadelwald. Ah, ein bisschen Misch. Ein bisschen Mischwald. Da ist ein Feldweg. Okay, dann folgen wir mal diesen Feld. Oh, ah, ein Fliegenpilz? Ja. Ein Fliegenpilz. Können wir damit Gift herstellen? Theoretisch. Ein Gehöft im Wald. Sieht danach aus. Könnte das der Friedhof sein? Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Okay, das Scheißhaus und das... Okay, ja, das geht ja den Hügel runter. Okay. Alles klar. Sieh mal das Schwein an. Das hat noch... Ah, das ist noch ein bisschen rustikalere Schwein. Oh, da liegt ja noch eine Sau. Ja. Oh. Oh, ah, ja. Was soll ich sagen? Gelegenheit macht Diebe. Ja. Okay, dann ja, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, Leute. Schlösser sind nicht gerade meine Spezialität in dem Spiel. Das ist ein schweres Schloss. Also schwer im Sinne von, ich muss die Position ändern. Na, das ist noch schlimmer. Ich krieg's irgendwie, wenn ich vertikal rauf muss, am Anfang krieg ich es überhaupt nicht hin. Seitwärts ist leichter. Fast. Yes! Neue Stufe im Schlösserkarten erreicht. Okay, Pferdeleder. Schafsleder, Verband. Müssen überladen. Fackel fallen lassen. Immer noch überladen.
Franziska, schon mal eine Idee. Können wir den Leuten vielleicht handeln? Sagen, hey Leute, braucht ihr zufällig eine gebrauchte Fackel oder Pferdeleder oder heute? Was zur Hölle war das? Henker, Hermann. Wir klauen Henker. Oh mein Gott, wir klauen beim Henker. Frag mal, kürzlich hast du diesen Verbrecher begraben. Das mag etwas seltsam klingen. Aber du hast doch neulich diesen Schurken begraben. An sein gutes Herz appellieren. Er hat drei Kinder hinterlassen. Und da dachte ich, es könnte sie trösten, wenn ich ihnen den Ring brächte, den er in seiner letzten Stunde trug. Bestimmt hast du das Kleinod nicht zusammen mit ihm verscharrt. Kinder, sagst du? Du hast recht, ich habe den Ring. Aber er ist Schund. Du kannst ihn für ein paar Groschen haben. So viel kann ich dir nicht geben. Danke, aber ich bin nicht interessiert. Könntest du dich vielleicht entscheiden, was du willst? Okay. Nehmen wir nochmal mit ihm. Gespräch beenden, okay. Okay, ich verstehe. Ich wette, der ist... Verschwinde, verdammt! Ja. Hier hast du nichts verloren. Verdammt. Was hat man davon, wenn man ehrlich ist? Diese Leute, seid niemals ehrlich. Suchst du was Bestimmtes? Wir hätten ihn gleich rauslocken sollen. Ich zahle doch nicht für deinen Ring. Okay. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Okay. Erstens mal essen mal was. Er geht eh von alleine aus dem Haus. Scheibenkleister. Was machen wir jetzt? Seinen zweiten Eingang? Ich glaube nicht. Da kommen sie ganz hinterher, merkst du das? Verdammt. Okay. Shit. Das hat man davon, wenn man ehrlich ist. Okay, schauen wir mal, ob wir sich reinschleichen können. Ja. Okay. Okay, Leute, das wird jetzt eine spannende Sache. Das wird spannend. Okay, na dann schauen wir mal. Nochmal raus, sonst bricht der Dietrich. Können wir uns nicht leisten. Yes! Okay. Jedes Mal drücke ich A, E. Weiter. Wir haben aber nicht diesen Ring gefunden, verdammt. Der Ramsch da drinnen. Da ist noch eine Kiste. War völlig sonst zugenäht. Leichtes Schloss. Das behaupten sie immer. Okay, come on. Du schaffst es. Ring des roten Mannes. Wir haben ihn.
Was zum... Der verfluchte Ring ist aus Kupfer und kein Pfifferling wert. Okay, ich zieh raus, ja. Geschafft. Okay. Okay. So, können wir jetzt eigentlich eine Schnellreise machen? Bin mal interessieren, ob das geht. Wo ist mein Cursor wieder? Ach Gott. Da. Wenn es ginge. Naja, nein, vergiss es. Spiel hat leider ein Problem mit der Auflösung. Ich dann nächstes Mal umstellen. Okay, dann laufen wir mal zu Fuß runter. Oder schleppen uns den Hügel runter mit der ganzen fetten Beute. Wir haben natürlich nichts bezahlt für den Ring. Wobei, wir haben einen Dietrich, glaube ich, verloren. Wie viele Dietrich haben wir noch? Warum sehe ich die Anzahl nicht? Dieses User Interface ist eine Katastrophe. Ja, Q auch. Ausblenden. Okay, ja. 4 Stück, ja. Kein Problem. 4 Stück haben wir noch. Ein Dietrich kostet ja ungefähr 18 Groschen, was wir jetzt das letzte Mal dafür gezahlt haben. Aber das Zeug, was wir rausgeholt haben, das ist mehr wert. War nicht viel, aber ein bisschen was wert. Ist ein bisschen einen Umweg gemacht und so weiter, aber ist okay. Da ist ein Fräulein unterwegs. Wir haben erfolgreich diesen Ring geholt, obwohl der nichts wert zu sein scheint, was ein bisschen verdächtig ist. Das kommt mir spanisch vor. Gehen wir eh richtig. Ja, ja, passt schon. Kontrolliere jetzt jedes Mal zweimal, weil, ja, wir kennen uns dagegen nicht aus. Ja, das Inventar ist ein Problem. Das ist wirklich crazy. Wir haben kaum Beute gemacht. Ich meine, also, das macht einem wirklich das Leben schwer, wenn man so wenig tragen kann. Wir können eigentlich nicht mal unsere volle Rüstung tragen, weil es einfach zu schwer ist. Ja, da ist dann quasi ein Ort vorgelagert vor die Stadt. Und da ist der Müllermeister. Wenn wir jetzt von unserer erfolgreichen Mission berichten werden. Gott sei mit dir. Oh, kannst du... Nein, der kann uns beibringen, wenn wir Schlösser knacken. Na, super. Hätte ich vielleicht erst fragen sollen. Ich hab den Ring. Ich habe den Ring, Peschek. Gut. Schön, dass du jemand bist, dem man mit solchen Sachen betrauen kann. Und jetzt mach dich auf nach Kuhelnitz, zu Wojcik, dem Müller. Er hat Arbeit für dich. Und ich demnächst auch. Ein schlaues Kerlchen wie du hat sicher immer wieder Sachen am Laufen. Gerne kaufe ich dir heiße Ware ab, wenn du welche hast. Also Kram, der mal wem gehört hat und den du nicht jedem andrehen kannst. Gestohlene Ware? Nein. Ich bin Okay, beenden wir mal das Gespräch. Nein, kann ich dich was fragen? Kann ich was fragen? Das wäre alles. Das interessiert uns im Moment nicht. Das wäre alles. Wenn wir uns nachher dann anschauen. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Versuche die Truhe zu öffnen. Okay. Wir wissen, wie es geht, aber... Nimm den Dietrich in die rechte Hand und ertaste damit die Zuhaltung des Schlosses. Hast du's? Gut. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinke. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Aus dir wird wohl doch noch was, Heinrich. Aber merk dir eins. Diese Truhe ist nur zum Üben. Da
richtigen Schlössern musst du auf den Dietrich aufpassen. Versuch's noch ein paar Mal. Okay, cool. Glück bei der Feuertür. Peschek. Warte noch kurz. Übung. Was würdest du mir. Würdest du mir Taschen belehren? Das ist ja von dir. Sprich beenden. Okay, na, lass uns mal gut sein. Lass uns mal gut sein für heute. Ich denke, mit dem Herrn da haben wir noch einiges zu schaffen, wie es aussieht. Auf jeden Fall haben wir die Mission erfolgreich abgeschlossen. Wir können mal zumindest mal unsere Waren hier wieder in der Kiste deponieren und schauen mal, vielleicht können wir ein bisschen unser Inventar noch weiter entrümpeln. Vielleicht können wir das ein oder andere verkaufen. Und dann schauen wir uns das nächste Mal auch die Skill Trees an, ob wir inzwischen vielleicht schon den Diebstahl-Skill entsprechend steigern können. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, Leute. Findet auch raus, wie es weitergeht in der nächsten Episode Kingdom Come Deliverance. Mein Name ist Tavia Walder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns demnächst. Tschüss und bis bald.